Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Es geht um das Thema Rechtfertigung und Befreiung. Das sind zwei Fragen, sehr elementar und wichtig. Die erste, was ist mit meinen Sünden? Ich habe gelogen, gestohlen, Dinge getan und ich weiß, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und Gottes Antwort heißt Rechtfertigung. Die zweite Frage heißt, wenn ich schon Christ bin, muss ich dann weiter sündigen? Und Gott sagt, nein, es gibt Befreiung. Diese beiden Themen werden im Römerbrief behandelt, Kapitel 1 bis 8. Es wird dazu übrigens noch eine ausführliche Serie geben von Manuel Seibel. Schaut da mal nach unter bibleteaching.de. Jetzt mal im Überblick diese beiden Fragen. Die erste Frage wird behandelt bis Kapitel 5, Vers 11 im Römerbrief. Und da geht es um Rechtfertigung von Sünden. Man kann das vergleichen mit den Früchten eines Baumes. Das sind unsere konkreten Taten, die wir begangen haben. Die zweite Frage wird dann anschließend behandelt, ab Kapitel 5, Vers 12. Und da geht es um die Sünde. Man könnte es vergleichen mit der Wurzel oder mit dem Baum, an dem diese Früchte wachsen. Und bei dieser Frage geht es darum, dass wir befreit werden können. Wir stehen nicht mehr unter der Macht dieser Sünde. Zuerst also zu Frage 1, Rechtfertigung. Man kann das zusammenfassen mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die schlechte Nachricht heißt, da ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist nachzulesen im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Jetzt werden manche sagen, Moment, wie kann das sein, dass es keinen Unterschied gibt? Manche Leute leben ein ordentliches Leben, andere sind Schwerverbrecher. Das kann man doch nicht alles über einen Kamm scheren. Aber man muss verstehen, was Gott meint. Gott meint, es gibt keinen Unterschied insofern, als alle zu kurz gesprungen sind. Alle haben das Ziel verfehlt. Wir sind im Römerbrief in einer Gerichtssaalsituation. Gott ist der Richter. Er hat die ganze Menschheit vor sich auf der Anklagebank und er unterteilt sie in drei Gruppen und beweist sukzessive, jede dieser drei Gruppen ist schuldig, alle haben gesündigt. Aber dann kommt die gute Nachricht und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und damit wollen wir uns jetzt ein wenig mehr befassen. Es gibt da drei sehr interessante Ausdrücke im Römerbrief. Es heißt, dass wir gerechtfertigt worden sind aus Gnade, haben wir gerade gelesen, aus Glauben, Kapitel 5, Vers 1, und durch das Blut Christi, Römer 5, Vers 9. Das sind jeweils verschiedene Aspekte. Wenn es heißt, gerechtfertigt aus Gnade, dann geht es um Gottes Motiv. Was hat ihn bewegt? Warum hat er das getan? Antwort, seine reine Gnade. Wenn wir sagen, oder wenn es heißt, aus Glauben, dann geht es um die Frage, wie bekomme ich Anteil daran? Wie kann ich sicherstellen, dass ich dazugehöre, dass diese Rechtfertigung auf mich zutrifft? Und ich sage eins dabei, das ist ganz wichtig. Es ist nur aus Glauben. Ich kann absolut nichts dazu tun, wie es auch heißt in Kapitel 3, Vers 28, ohne Werke. Drittens, durch das Blut Christi. Das ist der Preis, der gezahlt worden ist. Der Herr Jesus hat sein Leben gelassen am Kreuz. Ich möchte das einmal zusammenfassen in vier Schritten, diese Botschaft über die Rechtfertigung. Schritt 1, Gott erklärt mich für bankrott und nicht nur mich, sondern die gesamte Menschheit. Aber es gilt für mich persönlich. Der zweite Schritt ist, und das ist das Wunderbare dieser Botschaft, Jesus Christus bezahlt den Preis am Kreuz, den ich nicht zahlen konnte. Und Schritt 3 betrifft dann meine Rolle. Was kann ich tun? Ich kann es annehmen im Glauben. Ich beuge mich unter das, was Gott gesagt hat. Ich sage, er hat recht. Ich habe gesündigt und ich kann mir nicht helfen, aber ich akzeptiere den Weg, den er anbietet.
Und das ist das Ergebnis dann in Schritt 4. Gott rechtfertigt. Das ist nachzulesen in Römer 8, dass er das persönlich tut. Ja, Römer 8, Vers 33, Gott ist es, welcher rechtfertigt. Und dann ist klar, dass kein Mensch uns verurteilen kann. Das Wunderschöne daran ist, Gott rechtfertigt und er bleibt dabei gerecht. Vielleicht ist uns das Problem nicht ganz bewusst, aber ein Richter kann doch unmöglich einen für schuldig erklärten, für schuldig befundenen Menschen, der sich auch noch selbst für schuldig erklärt hat, rechtfertigen und sagen, ich lege ihm nicht zur Last. Dann wäre es ja ein ungerechter Richter. Das kann nicht zutreffen auf Gott. Und das ist das Wunderbare am Evangelium. Gott hat einen Weg gefunden, uns gerecht zu sprechen und selber dabei gerecht zu bleiben. Warum? Weil ein Stellvertreter den Preis bezahlt hat. Kein gerechter Richter verurteilt zweimal. Wenn der Preis bezahlt ist, ist der Preis bezahlt. Jetzt könnte jemand die Frage stellen, ja, aber wo gibt es denn die Garantie, dass dieser Preis ausreichte? Wenn ich sage, der Preis wurde bezahlt am Kreuz, woher weiß ich, dass Gott den Preis akzeptiert, dass es ausreicht? Und die Antwort ist Römer 4, Vers 25, Christus wurde unserer Übertretungen oder Sünden wegen dahingegeben, das ist das Kreuz, und unserer Rechtfertigung wegen wurde er auferweckt. Das ist der Beweis. Das leere Grab. Gott hat seinen Sohn auferweckt und hat dadurch demonstriert, jawohl, ich nehme sein Werk an. Noch zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Erstens, Rechtfertigung ist noch mehr als Unschuld. Es ist nicht wahr, dass Rechtfertigung einfach bedeutet, Gott beurteilt mich, als wenn ich nie gesündigt hätte. Gott tut mehr. Er verbindet mich mit einem auferstandenen und verherrlichten Christus. Es gibt da ein Zitat von dem bekannten Bibellehrer John Nelson Darby. Er hat gesagt, you must condemn Christ glorified before you condemn me. Also, du müsstest erst einmal den verherrlichten Christus verurteilen, bevor du mich verurteilen kannst. Geht das zu weit? Nein, es trifft den Kern der Sache. Gott sieht uns in Christus und das macht unsere Sicherheit aus. Zweiter Punkt. Rechtfertigung geschieht durch den Tod und nicht durch Leben. Viele haben gedacht, Jesus Christus hat in seinem Leben das Gesetz erfüllt, und das stimmt, und Gott rechnet uns dann diese Gerechtigkeit an, und das stimmt nicht. Es heißt ausdrücklich in Galater 2, Vers 21, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Kein Christ wird das jemals behaupten, aber die Frage würde sich ja stellen, wenn Gott uns einfach das gerechte Leben Christi anrechnet, wozu dann noch der Tod am Kreuz? Also ganz fundamental, Rechtfertigung geschieht durch den Tod. Das Fazit verkündigt Paulus in Kapitel 5, Vers 1 und 2. Er sagt, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir erstens Frieden mit Gott. Das heißt, im Blick auf unsere Vergangenheit ist alles geregelt. Alle dunklen Flecken, alle Sünden. Gott hat gesagt in Bezug darauf, wir sind gerecht gesprochen. Zweitens, und das betrifft die Gegenwart, in der Gegenwart stehen wir in der Gunst Gottes. Wir sonnen uns sozusagen in dem Sonnenschein seiner Gunst. Drittens, und wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Alles geklärt im Blick auf die Vergangenheit. Gottes Gunst gilt uns in der Gegenwart und wir freuen uns auf die herrliche Zukunft. Ich hoffe und wünsche, dass jeder, der hier zuschaut, sagen kann, jawohl, ich habe das erfahren. Ich bin gerechtfertigt von Gott aufgrund des Werkes des Herrn Jesus. Aber dann bleibt die zweite Frage, muss ein Christ noch sündigen? Und das ist genau der Punkt, den wir besprechen wollen im nächsten Video. Ich freue mich auf dann. Bis dahin, vielen Dank.